Habe ich euch schon mal erwähnt, dass es unglaublich saukalt ist auf einem Eisplaneten? Egal, wir gehen runter. Hallo YouTubers, willkommen zur Folge 67 von Let's Play Starbound Fracking Universe Season 2 Exane Modded. Es ist der 30.11.2019. Wenn ihr denkt, das ist weit hinterher. Was ist da hübsch hier? Ich vermute mal, und das ist Lithognatischen, richtig? Na, dann macht doch hier mal nie so einen Stress. Ihr müsst das nie immer so übertreiben. Ich muss das mal aufbauen, wirklich vorsichtig. Was könnte eigentlich der Mining Laser hier? Der ist noch langsamer. Der muss echt mal geupgradet werden. Das ist Wasser, okay. Und das da oben ist gefroren. Wieso ist das hier drüben gefroren? Ist alles immer nur Wasser. Immerhin. Okay, gehen wir mal noch ein paar Meter weiter. Ja, was rede ich denn da? Wollen wir hier die Batterien setzen, die Atmosphäre, Kondensator, nur mal zu gucken, was bei rauskommt? Apropos, ich habe eine Batterie, aber nicht was Strom erzeugt, ich Idiot. Ja, dann können wir sowieso auf den nächsten Planeten aufheben uns, aber schön, dass wir drüber gesprochen haben. Ist das schweinedunkel? Hatte ich nicht mal ein Light-Dingsbums? Jetzt habe ich nämlich mal den Glow mit dabei, ne? Schon. Das gleiche was ganz anderes, mit ein bisschen minimaler Beleuchtung. Und hier wäre ich gerade dran vorbeigeflogen. Grüß Gott, ich bin der August. Wie geht's? Tut mir nichts, sehr gut. Ich weiß nicht, wer ihr seid. Und das ist für mich auch völlig unerheblich, weil ich werde euch jetzt wahrscheinlich gleich töten. Sicherlich nicht. Diese Eisgladiatoren sehen gefährlich aus. Und ich will wissen, was es hier noch gibt. Dachte ich mir noch. Ich schieße jetzt nicht mit einer Eiswaffe, oder? Nee, Gift. Und was bist du? Schaden. Ja. Sollte funktionieren. Passiert da was, wenn ich ins Wasser stürze? Nee, so richtig, ne? Also frieren tun wir schon mal nicht. Ersticken. Weil O2 und so. Extreme Cold, ja. Oh, meine Ohren. Jetzt piept's auf mein Ohren. Und das ist Musik in meinen Ohren hier. Ganz viel unter Wasser gedehnt, von dem wir nicht wissen, was es ist, aber wofür wir es brauchen. Irgendwann einmal. Bulbup-Seeds, na klar, her mit den Seeds. Seeds nehmen wir doch immer. Kelp kann auch nicht schauen. Komm, hier hoch, hier. Oh Gott, jetzt kommen wir wieder nicht hoch, denn hier ist 3 Jahre. Ziemlich in Ruhe lassen, ihr Drecksenfische. La, la, la. Ich weiß, das hört sich gerade in-game sondern wahrscheinlich so beeindruckend an, weil Loop, Ruhe. Limestone, Blatt, nimmst du mit, egal. Da war das Wasser nicht schnell genug. Da, 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 da. Schon kommt der Ton. Ich kann schneller abbauen, dass das Wasser fließt. Das muss man auch erstmal hinkriegen, ne? Sozusagen. Lauter Leuchtepflanzen. Und was haben wir hier für ein hübsches Labor? Ehemaliges gibt es hier eine Energiequelle ein. Prison Locker. Oh, wie ist das schön. So schön. So was hat man. Entschuldigung. Wollte ich wirklich nicht weh. Das sind jetzt die. Ne, ist normale Pflanze. Ich wollte gerade sagen, die Dark Knight. Du bist einfach nur Deko. Okay. Von mir ist auch das. Ich könnte jetzt noch unterirdisch weitergehen, dann werden wir wahrscheinlich unser Wasserbiomo finden und so. So richtig. Oh, jetzt muss ich die Leertaste gedrückt halten, das war's. Okay. So richtig spannend ist das hier noch, ne? Ich gehe mal wieder. Oh, halt. Blümchen. Ich meine, vielleicht brauchen wir das ein bisschen weiterlaufen, dann wäre irgendeine hübsche Unterwasserstadt oder so. Da haben wir noch 2 Flaggen für den Fall der Fälle. Kommt da eigentlich raus? Kelp? Sapling? Egal. Amber Coral Fragment? Ja, whatever. Jetzt wird es immer dunkler hier. Oh, ich würde jetzt gerne etwas schneller. Ich brauche, glaube ich, das U-Boot oder so. Ich habe auch nicht geguckt, wie groß der Planet ist, also keine Ahnung. Ja, du mich auch. Ja, für den nächsten Wasser- und Ozeanplaneten lege ich mir mal dieses Dingsbums zum automatisierten. Über, ihr wisst schon. Noch einer ohne? Ja, Konflikten, ja. Genau, kleine Drohnenmäuse, klar, was sonst. Überhaupt hier ein bisschen komisch. Es hat ein bisschen was von Subnautica im Hintergrund, finde ich schön, hat was. Auch wenn es dunkel gerade ist.
Was ist bei Subnautica hier oftmals? Denn es ist unter Wasser. Da ist nicht allzu viel Beleuchtung. Entschuldigung. War dir wichtig? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe da mal ins Haus, wa? Ciao. Das muss scannen. Du kennst noch nicht, also scannen. Das ist also ein Orkaner. Aha. Ich komme gleich zu dir. Ich muss nur mal kurz dein Haus scannen. Und alle deine Besitztümer. Und den Stuhl, auf dem du bist, und dich auch. How wonderful to meet you. Du hast ja nie oft Gäste, wa? Ey, das finde ich cool. Kann ich das nachbauen? Habe ich das jetzt gelernt? Tut mir ja. Fahren wir nicht, okay. Kann ich. Das hat schon was. Mein, oder so. Eure Siedlungen sind generell weit verteilt, oder? Orca leben auf Eisplaneten, wir haben es verstanden. Och nö, das, da habe ich jetzt nur wenig Lust drauf. Was bist denn du für einer? Komm, Luftbattle! Okay, kein Luftbattle. Noch mehr Drohnen, lasst mich in Ruhe. Seht ihr, wie das durch die Luft fliegen kann? Ich bin der Sanji von Star... Okay, jetzt ist Schluss. So viel koche ich gar nicht. Wir werden aber auch mal eine in der folgenden Folgen machen. Reicht nicht, tschüss. Essen muss ich ja sowieso schon wieder und wir suchen uns einen neuen Planeten. Hier finden wir nicht, was wir suchen. Schade, aber so ist das eben. Also wenigstens mal Liquid Nitrogen und ein paar Steaks, wir haben noch ein paar. Ich musste die ganzen Rüstungen und so weiter gar nicht machen, weil ich diese Talonsprouts habe. Wenn jetzt nur Ice Resistance, Water Breeze, was haben wir noch irgendwo? Ich habe keine Ahnung. Powerful Swim Boost, den werden wir auch gleich mal hier hinlegen. Hier habe ich mir Korn im Inventar, ich frage gar nicht erst. Okay, neuer Planet. Hi Sail. Hallo Exail, wie geht es dir? Unmöglich schon mal gewesen. Frozen Star Extreme. Unexplored klingt gut. Ich sollte öfter darauf achten, was da steht. Ach, erstmal Accuse Fuel weg. Damit es aussieht, als ob wir hier nur die Dinger haben. Ship in Transit. Okay, hier ist Floran X. Ich hasse euch. Floran X. Ich hasse euch. Ordler, mein klingt gut. Sulfurik Welt ist nicht das Wahre. Haben wir, wir fliegen erstmal hin, gucken uns an, da brauchen wir gar nicht jetzt Säurepakete. Ich will Eis bilden jetzt. Ich habe gesagt, wir machen Eis, also machen wir Eis. Und das sieht da hinten wie Eis aus. Die Barren Worlds wären auch cool zum Siedeln. Oh, ich habe so viele Ideen, was man mit Let's Play Together machen könnte. Kommt doch mal alles. Jetzt schalte ich den scheiß Fernseher aus. Wenn Phoenix nur noch länger die AfD anzeigt, kriege ich eine Kratze. Das ist langsam gut, wir haben es genug Nazis gesehen jetzt inzwischen. Langweilig. Climate Threat? None. Es gibt halt kein Klima auf diesem Planeten. Lunar und Mountainous. Haben wir eigentlich in dieser Staffel schon mal einen Mountainous-Planeten wirklich angeguckt? Ich glaube nicht. Tundra, klingt auch schön. Okay, mal da hingehen. Alles klar. So, was gibt's hier? Heiliger Strohsack. Dafür, dass die Welt klein ist? Sagen wir, ah nee, size huge, deshalb. Precursor Science and Simil. Glitch, Apex, Lottl, Florana, Menschen. Was soll denn das? Hier sind alle sechs Standardsprassen. Ah, jetzt gehen wir hier runter, ganz ehrlich. Hier setze ich eine Flagge. Was war das für ein Planet? Mal gucken. Hinfliegen müssen wir auch noch nebenbei. Mountain Six Races oder so. Ich habe keine Ahnung. Und was ist der letzte? Zum ja, komm. Mein Gott, der braucht länger, um in die Umlaufbahn des Planeten zu fliegen, als er bis zum Sonnensystem hat. Jump-Antrieb. Über- und Unterlicht. Sublicht-Aggregate. Wir müssen Energie von den Plasmatriebwerken umleiten. Was? Warum müssen wir Energie umleiten? Was hat das für einen Sinn? Wir haben in einer Batterie wenig Energie und in der anderen wenig. Wir müssen dazu eine dritte Batterie und über die müssen wir die Energie umleiten. Wir müssen die Energie aus der Mikrowelle in die Kaffeemaschine machen, damit der Toaster schneller... Was? Warum soll das? Was bringt das, wenn der Toaster schneller macht? Davon wird der, das Toast nicht größer. Darum ging's doch. So ungefähr müsst ihr euch das vorstellen. So, 03, was denn Breite Orbital Station? Egal. Ah, da können wir, glaube ich, nicht mehr hinfliegen, oder? Wollen wir austesten? Nein. 033 und 6 Races kriegen wir hin. Und ich habe immer noch keine Energiegewinnungs... Oh, ich muss einen scheiß Generator mitnehmen. Weil die Batterie an sich bringt nichts. Also den... Haben wir noch einen Solar Tower? Den haben wir, glaube ich, noch mit da, oder?
Bitte sag mir, dass man Inventar hat. Heiliger Strohsack, wo lande ich denn hier? Sieht hier so aus. Schade. Okay, ich gehe mal kurz 3 Schritte nach oben, weil es sieht nach. Okay. Also, keine Einwände von mir aus. Von mir aus setzen wir hier unsere Flagge. Gleich 3 Meter neben der nächsten Siedlung oder was? Oh Gott, wir sollten öfter mal Mountains Planeten absuchen. Okay, wenn das so ist. Was hab ich gesagt? 33, ne? Erstmal so und dann so. 033. Six Races Mountain. Wie ist sowas? Plus. Naja, fast. Ja. Das Problem ist, ich kann jetzt nicht so einen Generator auch noch hier hinsetzen. Und was sehen wir? Wir haben den. Wir gehen jetzt mal kurz zurück, wir holen uns das und dann machen wir das, oder? Ich weiß zwar nie, wie viel Solar. Also, das Mountain Planet. Wir müssen die Windturbine mitnehmen. Und zwar. Können wir mal bitte, oder bin ich bloß zu blöd, das zu machen? Habe ich mir abgeschaut bei Inobtrusive irgend... Ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Ich merke mir doch nicht alles. Weiter hoch, desto besser. Und dann ganz oben so. Dann können wir es da oben hinbauen alles und das ist gut. Wir hätten gleich hier oben die Fackel hinsetzen sollen. Die Fackel, jetzt geht das schon wieder los. Die Flagge! Die Flagge, meine Fresse. Im Kindergarten. Au! Haben wir hier heute Schwerkraft oder sowas? Also den Planeten werden wir uns jetzt... Ist zwar kein Eisplanet, aber ist ja erstmal vollkommen wurscht. Und zwar... Zurück. Deswegen will ich auf wichtigen Planeten Transporter. Erinnert mich dran, Teleporterkurs herzustellen. Und zwar in Serienausstattung. Von mir ist auch Fake-Teleporterkurs. Hauptsache wir haben einen richtigen Teleporter dann. Werden wir Fake-Teleportiert? Siedlung. Wir bauen die Windturbine ab und nehmen... Irgendwelche Generatoren mit, die wir haben. Wie viel produzieren? Egal. Request. Das sind die Mehrzahl. Und Kohle sollten wir auch haben. Wenn nicht, Kohle. COAL. Kohl. Ja, wir haben ein bisschen was. Reicht mir. Die Batterie betreibt das Ding dann fertig. Brauchen wir keine Windturbine oder sonst was. Das reicht mir fürs Erste. Und los geht's. Seht ihr, wie schnell das geht? Apropos, müssten wir vielleicht mal kurz das Inventar filmen, lernen. Ihr wisst schon. Leute, haut halt hier mal kurz den Bist rein. Schenke ich dir. Der Rest kommt in die untere Kiste für die wenigen Blöcke. Bis die voll sind oder über 50, dann können da nämlich auch wieder welche rein. Das Metal brauche ich jetzt gar nicht und die könnten wir eigentlich irgendwo anders. Egal, wir nehmen es auf. Ich klopfe das jetzt nicht alles hier rein. So blöd. Sortieren. Danke. Und ab ins Cake mit dem Metallic Zeugs und so. Das brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt auf Vorrat. In großen Mengen. Die Hydroponic Tubes brauche ich schon lange nicht mehr, würde ich sagen. Wir hauen sie mal kurz hier rüber. Hoffentlich vergesse ich das nicht. Zu unserem Tierchen. Dankeschön. Was merkwürdig klingt, aber naja. Und hier könnten wir jetzt mal das ganze Baumaterial, das wir jetzt gerade nicht brauchen. Entschuldigung für den Schluck auf. Der Meteoritenstein kommt auch noch dazu. Das ist Slush und Kohle. Das kommt alles mit hier rüber. Der Rest interessiert nicht, haben wir ein bisschen Platz geschafft. Also das Hatches, das Strohzeugs noch weg. Die weg, die brauchen wir jetzt auch nicht. Das interessiert mich, das kommt jetzt in die anderen. Halt, die Blendinger sind Baumaterial und das kommt da oben rein. Solange hier noch brav produziert wird. Zack, das ist schon wieder Baumaterial, kommt gleich weg. Das kommt in die untere Kiste rein. Ich weiß, Barks sind übertrieben viel, aber egal. Oh, jetzt okay. Cobblestone, die brauche ich gleich mal gar nicht. Das ist Filter der Baumaterial fertig. Das ist auch der Baumaterial, wie gesagt.
Holz kann bleiben. Ich weiß, das ist jetzt gerade hochspannend. Dessen bin ich mir vollstens bewusst. Weg. Vertical Panels waren. Warum ich die mit eingesammelt habe? Egal. So, den Rest interessiert mich. Und was wir hier haben, interessiert mich auch herzlich wenig. Wir könnten mal ein bisschen was davon abschmeißen. Zum Beispiel alle Barren. Die wir jetzt unterwegs mit Sicherheit nicht brauchen werden. Und den ganz anderen. Egal. Gut. Ich wollte was bauen mit dem Zeug, ne? War da was? Deswegen hatte ich den ganzen Scheiß hier gemacht. Egal. Die große Batterie-Dingsbums haben wir gemacht. Genau, das war es nämlich. Und die hatten wir gebaut. Also zurück auf den Planeten. Das wollen wir jetzt etwas genauer wissen, was es da gibt. Ich bin neugierig, also. Wir müssten dann vielleicht auch mal. Ja, ins Braune gehen. Danke, sieht auch gleich viel besser aus. So. Guck mal, wie ich die Leiter hochkletter. Wahnsinn. Und zwar. Hinter Tor Nummer 1. Eine riesengroße Batterie. Die wir noch nicht hinstellen. Wir brauchen erstmal genug Platz. Ja, es ist doch unglaublich. So, Commanding General 1. Bitte schön, nicht wieder Spirenzchen hier machen. Commanding General 2. Und wenn die Spirenzchen da oben dann mal beendet sind, kommt da oben Teil 3 hin. Des Weiteren kommt hier eine überdimensionierte Batterie und ein Dingsbums. Und dann geht's los. Von Rot nach Blau, von Rot nach Blau, von Rot nach Blau, Rot nach Blau. Und Kohle. Haben wir Kohle? Oder habe ich die jetzt mit abgelegt, doof wie ich war? Das kann sein. Ich habe die wirklich mit abgelegt. Tatsache. Gut, dann machen wir das mal ganz einfach. Wir holen uns mal kurz was. Das sollte ja auf dem Gebirgsbiom jetzt nicht mehr so das ganz große Problem sein. Wird allerdings nicht so lange reichen, stelle ich fest. Das ist doof. Hier ist es auch kalt. Gut, dass wir Rüstung anhaben. Au. Einer von Hartnäckig ist, oder? Okay, vielleicht doch nicht. Ja, heil mich, ist okay, kein Problem. Ich will jetzt kein Silber, das interessiert mich im Moment nicht. Es war schön, dass wir es hier kriegen, aber war nicht in der Zeit der Übung. Oh Mann, hier werde ich ganze Biome abbauen. Ich sehe, das gelbe Gebirge wird abgerissen werden. Hier gibt es noch schneller Ressourcen mit weniger Würmern und so. Finde ich klasse. So, ist hier doch immer irgendwo zufällig Schuppen Kohle, jawohl. Titan im Orbit war schon mal hier sind. Ich weiß gar nicht wieso. So schwer zu schauen, was hier vorne und Hintergrund ist bei den Dingern. Ich weiß auch nicht, ist irgendwie nervt. Oh, der eine Fitzelchen hier weg. Ich muss jetzt gleich auf einem Fleck stehen bleiben wollen, das finde ich klasse. Und dann könnte ich nämlich das ganze Gebirge hier einfach so geradeaus durchbuddeln, ne? Wisst ihr jetzt, was ich meine? Aber gerade eins nach meinem. So, runter. Das war nicht geplant. Ich stelle fest, es gibt hier offensichtlich leichte Probleme mit der Schwerkraft. Ich sollte doch nochmal über das Gleitding. Ja. Also Cold Shield, ja. Healing, okay. Eisbär, warmer. Nehmen wir statt Leiden. Nee, ich will eigentlich schon ein bisschen Licht haben. Da haben wir irgendwas, was Glow verursacht. Fünf Minuten. Ist nicht viel, aber 20 Minuten für eine Folge reicht ja. Also, du raus. Dann nehmen wir das Gleit, um auf Nummer sicher zu gehen. Einer. Dankeschön. Rund auf dem Planeten. Ist sowieso gerade Tag. Warum suche ich das raus? Ich kann mich doch einfach so runter. Egal.
Let's get physical, physical, da da da. Gott sei Dank ist das ein Ohrwurm, den nur den Älteren mitkriegen. Denn welche 12-Jährigen haben schon... Ich glaube mal, ne? Und jetzt geht wieder das Lege los. Blubblubblub, da war ein Sensinium. Warum habe ich den ganzen Scheiß mit mir? Bin ich komplett behämmert? Ich will keine Antwort drauf. Bitte nicht. So, aber jetzt müssen wir Kohle haben. Wo immer das Zeug ist. Ja. Ja, wirst du auf der Stelle aufhören, da rumzufliegen? Danke. Die Batterie lädt jetzt bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. So, mal gucken. Kommen. Water, Oxygen, Hydrogen, ankommen. Carbon, Salz, Kohlenhydrat, Mercury, Silber. Ja, aber so für den Planeten gilt es eine andere Frage. Das werden wir dann sehen, wenn wir fertig sind. Deswegen ja der ganze Versuch. Oh, guck mal, das ist Kohle. Ich hasse dich. Ich mache jetzt hier keinen Ressourcenrand übrigens. Ich will wirklich nur die Dörfer sehen. Und mir angucken. Bevor wir weitergehen zu Italien. Stefan, Hintergrundruine. Okay. Also, Mountainous-Planeten sind durchaus interessante Heimatplaneten, möchte ich mal festhalten. Was bist du denn für einer? Zu kämpfen? Okay, du willst kämpfen. Dann ist das deine Entscheidung. Ich hätte dich auch gefangen, so ist es nicht. Und dir ein schönes Zuhause geboten in einer 3-Quadratmeter-Zelle. Das ist ja kein Unmensch, ne? Oh Mann, das geht hier aber richtig steil bergab. Wenn man hier nicht aufpasst, ist man ganz schnell tot. Was war das für eine Blume? Haben wir die schon? Ja. Grey Petal haben wir noch nicht. Jetzt, wow, Gott sei Dank kann ich fliegen, deswegen juckt mich das hier nicht die Bohne. Was war das? Ah, giftiger Regen. Ja klar, was ist das? Gut, dass ich nicht der Einzige bin, der getroffen wird. Ey, haben wir Kumpel? Schön an der Waffe. War nix. Da ist ein Ölfass runtergekommen. Und Blitzberry. Learn to craft Blitzer kennen. Und ich bin gleich tot. Das ist wenig sympathisch, muss ich ehrlicherweise sagen. Oh wow, der Klo hängt aber viel. Poison Immunity, also. Geht doch. Jetzt wisst ihr, warum ich da mal kurz durchgeguckt habe. Ey, jetzt mal ehrlich, also. Wenn es schon vor meiner Nase liegt. So, liebes Gebirge, jetzt habe ich aber die Schnauze voll, ne? Wir müssen jetzt mal zu einer Übereinkunft kommen. Ihr gegen mich, könnt ihr gerne machen. Spielchen. Was wollten die denn jetzt von mir? War noch einer? Der wollte doch was. Oh, noch erstmal, ich komm her. Noch einer kommt her. Jetzt kann ich euch roten Schleim mal so richtig zeigen, wo die Haare hängt. Oder Bartel sein muss, Tumult! Stopp! Also. Nicht immer so zögerlich, sterb doch gleich. Geht viel schneller. Pfft. Das hat mich kommen erst ein, den Scheiß. Und ja, ich werde auf jeden Fall zu dem Anfangspunkt zurückkommen, um mir das was in dem atmosphärischen Kondensator holen und vor allem den atmosphärischen Kondensator selber und meine Batterie, damit wir es richtig verstehen. Das lammel ich gar nicht mehr einen Scheiß. Ich kann eh nicht verkaufen. Nutzen tue ich ihn im Leben nicht. Viel Kohle gibt es in diesen Bergen, das gefällt mir. Das ist also ein ressourcenreicher Minecraft-Berg hier quasi. Ich hasse die Vergleiche übrigens. Komm, wir brauchen noch ein Fässchen Öl, oder? Hey, Kumpel! Komm, sag mal, hier. Ne, bei dir gibt es irgendwie Leder. Und jetzt geht's da tief runter, nehme ich an. Zu tief runter, tschüss. Sorry. Kann ich auch schneller fliegen mit dem Kaffee? Weil das wäre klasse. Ich glaube nämlich fast dran. Ja, ich bin schon wieder vergiftet, ist klar.
Der hat da was gegen mich. Den anderen wollte ich zwar nicht angreifen, aber wenn du schon hier bist. Pfft, Eismaschinen wäre auch nicht schlecht. Ich hier mache ich Andrich. Ja, wir werden jetzt noch Waffen kaufen. Keine Sorge. Au! Dieser Scheiße hier. Ist das hier? Oh, Schuh. Ich hab dich gesehen. Ich sehe euch alle. Oh, auf der Welt können wir wirklich mal 20 Minuten Ressourcen abbauen. Aus Spaß und Freude. Also mach ich einen Master Manipulator, wenn ich den hab. Das Research auch schon. Soweit ich nicht irgendwas für Poison nehmen will. Das sind alle. War das wirklich nur das eine? Also wurscht dann. Solche kleinen Krantunnel, komm schon mal. Ich meine, die Welt ist gerade mal 16.000 Blöcke lang. Wie lange kann das schon dauern, Krantunnel durch die Welt zu bauen? Im Gebirge. Und nein, ich fange gar nicht erst an, hier irgendwo Fackeln zu setzen. Weil das wäre... Diamanten. Die nächsten Folgen verzögern sich um einige Stunden. Denn wir werden Diamanten... Oh, Titan. Hier gibt es Titan. Ja, wir haben einen neuen Ressourcenplaneten gefunden, würde ich sagen. Das ist gut. Und noch mehr Titan und noch mehr Zeugs und immer mit. Chests lasse ich stehen, weil pff, irgendwann haben wir sie alle gesehen. Ah, ja. Vögel in der Semini. Was haben wir denn hier? Hallo Nachbarn, ich bin neu auf dem Planeten. Wie geht's uns? Wollt ihr nicht mit mir? Was ist denn das für ein Wasser? Und du machst sofort welches nach. Cool. Automatisierte Wasserproduktion. Finde ich klasse. Hat zwar überhaupt keinen Wert, aber sieht schön. Macht es umso besser. Eine rote Taschenlampe hier und nach Blumen. Ich stecke an der Wand fest. Das ist immer. Schauen wir da eine Violine. Jetzt ist mal gut. Ich habe schon drei Gitarren mittlerweile gefunden in der Zeit. Also irgendwann könnte er echt mal was Neues machen. Hört zu, damit keiner merkt, dass ich da war. Das Haus leer geplündert. Es war niemand hier. Niemand. Hier ist noch nie jemand gewesen. Hi Jungs. Wie geht's euch? Das hilft mir nie. Kann man stehen lassen, Rotz. Abgrund schießen von mir aus. Nicht die schon. Ich kann sie jetzt schon nicht ausstehen. Ups, Entschuldigung. Egal. Ich gehe jetzt hier im Akkord durch, damit wir uns das richtig verstehen. Ich denke gar nicht daran, mich mit euch näher auseinanderzusetzen. Hi, guck mal. Ich habe was Schönes für dich. Gib mir auf der Stelle Glow. Das ist ein ganz anderes Lebensgefühl, wenn man die mit immer kaputt macht, ja? Oder fast. Ja, sag mal, wie viel Hafen denn noch? Jetzt ist aber mal gut. Kriege ich nur, weil der Uwab zuletzt den hat. Hinten hat es Support gleich hier. Storage matters to me. Da, 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 da. Mehrere Etagen von Viechern, die wollen alle eine drauf kriegen. Oh, oh. Echt mal. Eishorn wird mir nicht erinnern. Ganz ehrlich, das ist irgendwie schneller. Aber durchaus hübsch anzusehen. Was anderes jetzt, ja fürchterlich. Kiste. Upgrade Mulls erarbeitet. Ja, plündern müssen wir jetzt schon, also wenn schon, denn schon, ne? Wenn wir schon im Gebirge unterwegs sind, dann machen wir es aber richtig. Jetzt wieder von hinten kommen? Ganz vergessen. Nicht mit mir, Adula. Nicht mit mir. Hübsch, haben wir schon. Hör auf. Ein hübsches Bild, das wir vielleicht auf mich haben. Oh, hallo, was seid ihr? Guckt mal, wie die Vögel heute vom Himmel fliegen. Es muss bald regnen.
mal wenigstens Monstergeist gäbe, das wäre jetzt noch unterhaltsam. Dich haben wir schon. Okay, weiter, weiter. Wir machen mit. Ich gehe mal weiter nach oben. Ich sollte vielleicht immer unten weiter umschauen, aber egal. Das haben wir auch schon. Aber ich habe mit den hier oben. Eigentlich sollte ich in so ein Haus mal einziehen, wa? Ich mache mir immer Mühe, irgendwas zu bauen, aber haben wir das. Ach komm, leck mich. Okay, mach jetzt an hier den Scheiß. Das lohnt sich nicht. Auch nur anzugucken. Noch eine Taschenlampe. War schon lange nicht mehr gesehen, sowas. Cool. Stehen wir gleich mal mit. Man weiß ja nie. Zack. Au, mein Bein. Ah, ich muss jetzt mal kurz mich umstellen. Danke für eure Geduld. Wo kommst du her? Ja, ja, bestimmt. Mach ich bestimmt irgendwann mal. Garantiert. Verlass dich drauf. Warte einfach hier, ich bin gleich wieder da. Diese Drachenwesen sind einfach nicht mehr zuverlässig, so wie früher. Früher haben die das dann noch gemacht. Ich brauche echt mal eine Waffe mit mehr Reichweite. Jetzt wäre ein Chakram. Für schwächere Gegner wäre so ein Chakram echt klasse. Schon der geneigt hier durchzurennen. Und wie die Zeit vergeht, ist Glow ist auch weg. Na komm her jetzt hier, wir haben eine ewige Zeit. Tschüss. Ja, die anderen erledigen wir, wenn wir das nächste Mal hier sind. Hi. Komisches Pokémon. Ich sollte mir einen von den Geistern einfangen und gegen die Gegner ankämpfen lassen. Hi. Hast du da fast Öl mit? Was ist los? Willst du was sagen? Hast du was zu sagen? Ist das jetzt soweit? Dass wir jetzt Ansprüche stellen hier als Monster? No, ich möchte mit Xenix die Tiermuster zu tun lassen. Nö. Denke ich nicht. Tarntanzen, irgendwas. Es ist unglaublich, was man an Ressourcen abbauen kann. Okay. Ich glaube, die Welt hat leichte Probleme, daher zu kommen. Wow. Vorsicht. Oh, halt ein Loch. Dann kommst du schneller vorwärts. Ich habe schon immer gesagt, man muss nur ein Loch in die Erde reinbohren, Wärme anzapfen, alle Energieprobleme gelöst. Was tausendmal effektiver ist als die Wahrnehmung von manchen Leuten, die glauben, man könnte ja Atommüll einfach. Ich hasse euch. Als Vogel, was gibt's jetzt? Oh, Random Sample. Overdrive-Gitarre, endlich mal was Neues. Honig. Ich habe zwar immer noch nicht ganz kapiert, warum es auf der ganzen Universum überall Honigbiome gibt, aber hey. Honig schmeckt halt. Ja, du blödes Drecksvieh. Ja. Noch jemand ohne? Haben wir das jetzt oder kommt da noch was? So. Habe ich das kaputt gemacht? Das tut mir mal leid. Tja. As if. So, weiter geht's. Wir haben ja schließlich noch ein paar andere Welten. Hi. Ich merke gerade, dass mir der Kaffee ausgegangen ist. Das geht so nicht. Da muss ich mal einen neuen trinken. Wir haben ja bloß noch 203 Tassen im Inventar. Was gibt es bei euch eigentlich Schönes? Komm mal her. Du willst mich doch eh angreifen. Steh da einfach dazu. Haben wir es schnell hinter uns. Was ist denn jetzt schon wieder? Wett. Ja, das ist ja hochinteressant. Nö, Neatropus jetzt hier. Dann dreh ich durch. Mach dir jetzt nie auf dunkle rote Welt. Dann werde ich wahnsinnig. Was bist du denn? Violirut in der Moment. Ob die Hollywood sieht's oder ist das nur zum Deko gewesen? Jetzt gibt's auch noch Wüste hier oder was? Das wird immer schlimmer. Was willst du? Willst du angreifen? Tu das. Tu dir keinen Zwang an. Oh Gott, ich hasse diese Viecher. Wie ich sie hasse. Gut, dass ich das Gliding habe, wie ihr seht. Das macht das Fliegen viel angenehmer. Master Milk wird aber schneller, muss ich sagen. Muss man mal ganz ehrlich sagen. Da wäre ich hier schon dreimal durch. Warum baue ich die Kohle ab, wie behämmert? Egal, es ist ja kein Ressourcenrand, also insofern wurscht. Ich gehe mal durch, geht schneller. Ich nehme die Abkürzung mal. Hi. Oh, Sugarcane, wie schön.
das Healing Water? Nö. Doch. Auch schön. Ich habe lange keine Kisten mehr gesehen. Wurde auch mal Zeit. Meine Augen tun gerade ein bisschen weh. Das ist nicht schön. Von vielen Bewegen und so. Vielleicht ist es auch der Kaffee, Blutdruck, was ist der Geier? Eine Kiste. Ah, ja, damit. Ich weiß nicht, was ich mit dem Molotow soll, aber hey, warte mal da. Weg damit hier. Scheiß Flecken über meiner Landschaft, was mehr? Light 1, ach komm. Vergiss es. Das gucke ich nie mehr an. Halt, doch, ich gucke es an, dann kann ich den nämlich vielleicht craften, dann kann ich Light 1, 2, 3 mehr machen. Fertig, weil ich Light 3 ja schon mal hatte. Try, egal. Wir werden es rausfinden. Ich bin sowieso irritiert, wieso ich das noch nicht craften kann. Das kann doch nicht sein, dass es irgendwelche Augments nur zu finden gibt immer. Und vor allem, wo das hin ist, das regt mich immer noch auf. Riesengroße Wüsten, okay. Wie viele Manipulator-Module habe ich? Hat da jemand aufgepasst? Ich nicht. 13. Nur noch 2 und dann ist entweder Mining Laser oder Manipulator. Ich glaube, den Manipulator werde ich gar nicht mehr groß abcraften. Abcraften, jetzt geht's los, du. Koppel. Hey. Ihr braucht keinen Ärger, wollt ihr machen? Das ist gut. Das ist gut, weil Ärger bringe ich mit. Das kann ich euch versprechen. Dörf. Ich schau mal in die Kiste rein. Ich nehme mal mit, was ich brauche. Ach wirklich. Ich bin also nicht gewonnen. Komm doch mal rein. Mach das Licht aus. Verdammter Dreck. Ja, warte, ich werde schon noch irgendwo Lava finden. Frechheit. Ich bin hier nicht erwünscht. Was ist denn das für eine Rassistensiedlung hier? Können wir die... Das geht ja nun nicht. Irgendwas, was ich noch nicht hatte? Nee, gut. Ja, nee, ich klicke die noch mehr sinnlose Quests ein für die Liste. Jetzt reicht's mal. Das große Kiste, die nehmen wir auch gerne auseinander. Ja, mein Oberältester. Eine Bongo-Trommel, das haben wir lange nicht mehr gesehen, sowas. Florence Seeshalle, du bist nett, du kannst am Leben bleiben. Und macht bitte nicht so die Gartenzäune über die Landschaft, das stört. Small Kabinett. Habe ich aber bestimmt noch nicht sowas, oder? Dachte ich mir noch. Das sieht nämlich cool aus. Also, falls ich mal ein Baumhaus baue, weiß ich Bescheid. Ich könnte jetzt von oben mich einfach die Dinger mal rein. Der ist tot, okay. Ich habe nur durch Zufall ein Schwert einstecken. Diesmal war ich es nicht. Kann ich euch versichern. Was wollt ihr alle von mir? Lasst mich Ruhe. Mir völlig egal, wie viele Fragezeichen bei euch auftauchen. Okay, das ist nur Dingsbums. Let's get physical. Oh Gott, das dauert ewig. Ich meine, die Floraner haben wir jetzt offiziell gefunden, ne? Damit ist das Thema erledigt. Danke, das war die Primitive Crate. Und geh weg hier. Das hätte ich nämlich jetzt übersehen. Pfff, die hat 3,5. Also euch kann ich auslöschen, möchte ich mal betonen. Ne? Wollte ich nur mal. Ich bin ein paar Level über euch. Und wenn ihr jetzt nicht sofort ein paar Isogen-Bauern rausregt und kommt mir nicht mit, ich habe keine, wo sollen die herkommen, das ist nicht auf unserem Planeten, bla bla. Na, na, die lösen sich im Angesicht meiner Macht schon auf. Die wissen, wie es geht. Sollte ich wahrscheinlich nicht machen, aber egal. Und Popcorn hält sich auch unbegrenzt, weil der Mais wird sonst schlecht. Wäre ja schade drum. Apropos mal was essen. Bisschen rohen Fisch gekocht. Ein paar Hähnchen. Brathähnchen. Wie lange sind wir in dieser Folge schon da drauf? 38 Minuten. Dann machen wir hier eine Pause und gehen in der nächsten Folge weiter. Bis dahin. Xenart.